Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Review auf meinem Kanal. Es ist Oktober, kurz vor Halloween, und ich hatte Bock, mir einen Horrorfilm anzuschauen. Und da dachte ich mir, ich habe eigentlich noch keinen von diesen Haunted House Geisterhorrorfilmen gesehen, die in letzter Zeit eigentlich rausgehauen werden wie sonst was, die aber eigentlich alle wirklich gut sein sollen. Zum Beispiel Insidious habe ich weder den ersten noch den zweiten noch den dritten gesehen. Ich habe auch nicht Sinister gesehen, ich habe auch nicht Sinister 2 gesehen, ich hatte auch noch nicht The Conjuring gesehen, ich hatte auch nicht Annabelle gesehen und ich habe auch noch keinen der 85 Paranormal Activity Filme gesehen. Da dachte ich mir, okay, ich habe gerade Bock, einen Horrorfilm zu sehen. Welcher wurde dir am meisten empfohlen? The Conjuring. Und das sieht aus wie folgt. Ich habe vorher die Finger von diesem Geisterfilm gelassen, weil ich das Gefühl hatte, dass das nicht wirklich was für mich ist, weil es mich nicht so wirklich interessiert. Hab mir The Conjuring jetzt doch angeguckt. Und ich kann ganz offen und ehrlich sagen, jetzt weiß ich, warum ich die ganze Zeit gedacht habe, das ist nichts für mich. Aber worum geht es erstmal in The Conjuring? The Conjuring basiert ja angeblich auf wahren Begebenheiten, blablabla, ist mir völlig Wumpe. Dieser Film spielt im Jahre 1971 und es geht hier um eine Familie, die in ein neues Haus einzieht. Eine Mutter mit Mann mit ganz, ganz vielen Töchtern und in diesem Haus scheint ein Dämon zu sein. Und da sucht diese Familie dann schließlich Hilfe bei sogenannten Geisterjägern, könnte man sagen, die es halt wirklich gab. Und wisst ihr, wann sie beschließen, sich Hilfe zu holen in diesem Film? Nach einer Dreiviertelstunde. Okay. Fangen wir vielleicht mal ganz von vorne an. The Conjuring ist ziemlich gut weggekommen bei den Kritikern, sowie auch bei den Zuschauern. Dieser Film, ich hab gerade Moviepilot auf, das Ding hat eine Kritikerwertung von 7,0. Für einen Horrorfilm ist das schon echt krass. Und in meinen Augen war The Conjuring totaler Mist. Ich fand diesen Film furchtbar langweilig. Also, ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen soll, warum mir dieser Film nicht gefallen hat. Weil es war so viel Zeug damit bei. Erstmal, die Charaktere waren zwar sympathisch, aber völlig uninteressant. Dann, wie ich eben gesagt habe, der Film geht nach 40 Minuten erst wirklich los. Die ersten 40 Minuten haben wir die ganze Zeit die Familie in dem Haus mit Geisteraktivitäten, die wir schon 50.000 Mal gesehen haben in anderen Filmen. Und dann holen sie sich die Hilfe und dann geht der Film erst wirklich los. Und das hätte man nicht auch in 20 Minuten machen können. Und für sowas geht fast eine Stunde Film drauf, bis der Film dann endlich losgeht. Das wäre sicher nicht mal das Problem, wenn der Film vorher wenigstens unterhaltsam gewesen wäre. Das Ding ist, finde ich, der Film ist allgemein überhaupt nicht unterhaltsam. Dieser Film ist strunzlangweilig gewesen in meinen Augen. Warum? Ich verstehe nämlich nicht, warum Leute diesen Film schauen, rausgegangen sind und gesagt haben, dieser Film war so furchtbar gruselig. Weil ich saß da, habe mir den Film reingezogen und habe mich an keiner einzigen Stelle gegruselt. Ich fand zwar einige Szenen waren wirklich cool gemacht und bei einigen Szenen dachte ich so, what the fuck? In dem Moment, weil das einfach so überraschend kam und so, aber gruselig, Spannung, Fehlanzeige, finde ich den kompletten Film über. Wie formuliere ich das am besten? Diese Geisterfilme haben diese Angewohnheit, immer nach dem gleichen Schema abzulaufen. Und zwar 5 Minuten jemand, der durch einen dunklen Gang läuft, dann siehst du etwas im Hintergrund, er dreht sich um und es ist weg. Ist an sich keine schlechte Ausgangssituation, aber nachdem diese Sache dann verschwunden ist, passiert dann ja auch nichts weiter damit. Und so geht das weiter und weiter und weiter und weiter und jeder Scare, der an sich nicht mal scary war, ist genauso aufgebaut. Es passiert einfach nichts. Es passiert immer wieder das Gleiche. Es passiert random ghost shit, random ghost shit, random ghost shit. Und so geht es die ganze Zeit. Und Tür geht auf. Schrank geht auf. Irgendwas fällt runter. Und das ist die ganze Zeit in diesem Film. Hier passiert ein bisschen Stranger Shit. Da passiert ein bisschen Stranger Shit. Das Ding ist einfach, das Ganze hat keine Konsequenz und das Ganze wird nie sinnvoll erklärt. Und das regt mich bei solchen Filmen einfach so dermaßen auf. Und als ich als Zuschauer grusel mich mittlerweile bei solchen Szenen einfach nicht mehr, weil ich sie schon 15.000 Mal in anderen Horrorfilmen gesehen habe. Und deswegen fange ich dann als Zuschauer an, darüber nachzudenken. Ergeben diese Szenen Sinn? Nein. Sind diese Szenen gruselig? Nein. Dann geht so ein Film auch noch 2 Stunden. Ich muss sagen, das Finale in dem Film konnte wirklich entschädigen. Das war cool. Das war halt ein
beinharter Exorzismus mit ziemlich vielen coolen Practical Effects durchgeführt und das war ziemlich awesome und die Stunts waren cool und das Make-up ist gut in dem Film und so weiter und die Schauspieler sind ja auch gut, aber eieiei, was reißt die ganzen Leute darum zu sagen, Conjuring war einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre? Ich verstehe es einfach nicht. Dieser Film war genauso wie jeder andere Geisterfilm. Ich hab mich zu Tode gelangweilt bei dem Ding, wirklich. Und das Ding ist, ich weiß ganz genau, dass Sinister und Insidious wahrscheinlich genauso sind und Paranormal Activity auch. Und ich werde sie mir wahrscheinlich trotzdem irgendwann angucken. Shame on me. Also bitte Leute, bitte schreibt mir unten in die Kommentare, was ist es an Conjuring, was ich nicht verstehe? Warum gefällt euch dieser Film so gut? Ich will es wirklich mal verstehen, weil ich sehe es einfach nicht. Und ich hatte mich wirklich irgendwie auf diesen Film gefreut, weil ich in dieser Halloween-Stimmung schon so ein bisschen bin und Bock hatte, einen gruseligen Film zu gucken, aber naja, Fehlanzeige. Im Endeffekt gebe ich The Conjuring 4 von 10 Punkten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video, auch wenn ich keinen Spaß hatte mit dem Film. Lasst Kommentare da, Daumen hoch oder Daumen runter, wenn ihr wollt. Abonniert, deabonniert, was weiß ich. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Macht's gut, bis dann.